Ja, herzlich willkommen zu Tag 1 der Throne Weeks Vorbereitung. Wir haben ja versprochen, dass wir vielleicht sowas wie Vlogs hochladen oder euch zumindest kurz, weil wir keine großen aufwendigen Videos machen können, während wir die Throne Weeks vorbereiten, euch mitnehmen. Ein bisschen in unseren Alltag, was die Throne Weeks Recherche angeht. Und das werde ich jetzt mal tatsächlich hier tun. Und da ist Marius. Hallo. Da ist Jonas. Hi. Ich sehe das, das ist schwierig mit dieser Legrets-Film, das ist so 2015. Jonas, was machst du da? Ist das Großbritannien? Ich schaue hier eine Karte an, aus diesem wunderbaren Buch. Das ist jetzt kein Product Placement, The Lands of Ice and Fire, da gibt es ganz viele tolle Karten. Sehr detailliert, du kannst ja mal ein bisschen näher dran fahren. Jetzt muss man das vielleicht ein bisschen Jonas, genauer. Hast du so ein weiß nicht, ob die Kamera das scharf hinkriegt. Ach, da. Ja. Ah, da, schau mal, da ist White Harbor, da ist... The Dreadfort. Zu Winterfell. Da ist auch direkt daneben Winterfell. Da ist die Mauer. Geh zu Sunspear. Geh zu Sunspear. Da ist unten irgendwo Sunspear. Jonas, was hast du jetzt da für eine Karte ausgepackt? Oh, guck mal, das ist jetzt Beyond the Wall, also quasi hinter der Mauer. Hier sehen wir die Mauer mit allen... Gott, ich weiß nicht mal, wie viele sind im Moment. 15? Willst du jetzt nachzählen? 1, 2, 3, ich sag 4, 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ich hab's doch gewusst, 19. Habe ich gerade eben gesagt. Ja. gut, damit haben wir uns natürlich direkt und, mal als Idioten... Übrigens, Fun Fact, was viele auch noch nicht gewusst haben wahrscheinlich, es gibt ja in Game of Thrones die sogenannten Tents oder Fans. Das sind ja diese glatzköpfigen Kannibalen. Und jetzt könnte man sich denken so, okay, wo kommen die jetzt eigentlich her? Und dann geht man hier einfach auf die Karte. Und hier ganz weit im Norden sieht man hier noch so ein kleines bisschen grün. Das ist wahrscheinlich hier so ein bisschen eingefasst von den Bergen, dass das Klima da nicht ganz so schrecklich kalt ist. Ja. Aber man sieht schon, die würden so weit im Norden, dass die richtig krasse Motherfuckers sein müssen und deshalb wahrscheinlich nur durch Kannibalismus irgendwie überleben können. Ja, übrigens hier mit Gegenlicht auch sehr schön. Dein Gesicht ist herrlich dunkel. Das haben wir perfekt vorbereitet. Nee, ich war ein bisschen im Urlaub. Marius, oh ja, was machst du für die Throne Weeks? Gerade gar nichts. Jonas, was machen wir sonst noch so? Ja, heute müssen wir noch die News für dich machen. Das ist jetzt nicht Throne Weeks, aber ab morgen sitzen wir, glaube ich, beide da ein bisschen intensiver dran. Was soll ich schreiben als nächstes? Du schreibst die Unterschiede zwischen dem Buch und der Serie. Zwischen den also Büchern und der... schreibe ich jetzt. Ich schreibe Unterschiede in die Bücher rein. Korrekt, genau okay. Das machst du. Tschüss. Hallihallo! Wir sind an einem weiteren Tag unserer Throne Weeks. Heute ist Tag 2. Jonas, sag's ruhig nochmal. Tag 2. Genau. Tag 2 und heute habe ich mich sehr viel mit der Geschichte und der Politik aus Game of Thrones beschäftigt. Das habe ich ja bereits gestern getan, aber heute noch mehr. Und das habe ich auch tatsächlich in den letzten 12 Monaten sehr, sehr viel gemacht, weil ich tatsächlich ein sehr großes Interesse an dem englischen Mittelalter entwickelt habe. Auf jeden Fall müsst ihr wissen, wie unglaublich kompliziert das ist, denn es gab so viele Henrys, so viele Edwards, so viele Richards und so viele Williams und dann gab es auch noch so einen Normannen-Anführer namens Wilhelm II., also William II., der sich dann nach der Eroberung Englands, als er König wurde, in William I. umbenannt hat, damit das schön weiterhin noch komplizierter ist. Ja, auf jeden Fall, das erste Skript ist jetzt durch. 11 Seiten ist es lang. Zum Vergleich, andere Videos von uns haben teilweise so... Wie viele Seiten? Schnitt ist so 3,5 Schnitt, Seiten. Im Schnitt sind wir vielleicht bei 4 Seiten und das ergibt schon ein Video, das meist über 10 Minuten geht. Also nur, dass ihr ein Gefühl dafür habt. Ja, pro Seite sind es also 3 Minuten ungefähr. Pro Seite sind es ungefähr 3 Minuten, wenn wir von normaler DIN A4 Seite ausgehen. Übrigens, Fun Fact, beim Drehbuchschreiben ist es eine goldene Regel und Tradition, dass eine Seite in einem Filmdrehbuch genau eine Minute im Film ergibt. Daran soll man sich halten. Machen wir nicht. Vielleicht habt ihr ja die komplette Vorgeschichte von Game of Thrones gesehen, das Video, das 90 Minuten lang ist, das wir über die komplette Vorgeschichte von Game of Thrones gemacht haben. Da war das Skript ohne die Anmoderation etwa 28 Seiten lang. Übrigens macht die Kamera kein schönes Bild, weil man hier so mein Doppelkinn immer von dieser... Ja, musste ich halt von oben filmen, so wie die richtigen YouTuber. Achso, so ein richtiger YouTuber filmt sich von oben? Ja. Ah, okay, damit man... Dann gehen wir Longboard fahren, Mann. Jonas, wann gehen wir Longboard fahren? Ich kann nicht mal das Game fortfahren. Okay, tschüss! Ja, hallo liebe Leute. Wir sind beim Tag 3 angekommen, der Vorbereitung zu den Throne Weeks. Hier sitzt der Alper. Der Alper ist gerade fleißig am Schreiben. Was schreibst du gerade? Ich schreibe was über die Drehorte und die Architektur von Game of Thrones. Okay, das klingt super langweilig. Ich habe mich
Das klingt spannend. Ich habe mich gerade mit Albert Speer beschäftigt. Das war der Generalbauinspektor des Dritten Reiches. Also sprich, das war Hitlers Lieblingsarchitekt. Wow. Ja, der ist auch, nachdem das Dritte Reich untergegangen ist, wurde er in den Nürnberger Prozessen zu 20 Jahren Haft verurteilt und hat 20 Jahre im Knast gesessen, weil er 7 Millionen Zwangsarbeiter beschäftigt hat und auch Konzentrationslager massiv ausgebaut hat. Das kommt nicht so gut auf dem... Nee, ist jetzt nicht das angenehmste Thema, aber tatsächlich wurden auch seinen architektonischen Werken wurde beispielsweise die Eiserne Bank von Braavos konzipiert. Also können wir das Video nennen, die Nazis haben die Eiserne Bank von Braavos erbaut. Wenn wir es ganz clickbaitig machen würden. Wenn wir es clickbaiting-mäßig aufziehen würden, ja, dann könnte man das so sagen. Nazis machen Game of Thrones? Hey, wir haben auch hier Game of Thrones macht das halt auch. Auch ein paar neue Bücher hier. Willst du jetzt durchgehen? Ja, genau. Lies mal durch alles. Was soll ich? Nein, das war ein Witz. Achso, soll ich jetzt alles? Erzähl nur kurz was. Nee, ich mach einfach auf und lies eine Seite vor, ja? Okay. On reflection, this is not very surprising. Okay. Was machst du für die Throne Weeks? Ich lese alle das, was er fabriziert, muss ich Korrektur lesen. Oh, cool. Das mache ich dann auch noch am besten einmal. Dann sind wir ganz safe. Was soll das denn heißen? Das. Du kannst inhaltlich nochmal nachkontrollieren. Ich traue, ja, genau. Dennoch schwingt in der Problematik der Städte auch ein mittelalterlicher Ton mit. Erstens erinnert sie an die Schwierigkeiten der Dynastien Anjou und Plantagenet in England und Frankreich während der Jahrhunderte nach der normannischen Eroberung ab 1066. Na gut, dann gehen wir dieses Mal noch deeper rein in das Ganze. That's what she said. Genau, und hier haben wir auch noch die Flagge. Die habe ich mitgebracht von zu Hause. Aus deiner Burg. Aus meiner Burg. Achso, noch das. Ja, das haben wir schon ein paar Mal vorgestellt. Westeros. Welt von Eis und Feuer. Ja. Das hat George R. R. Martin auch mitgeschrieben mit noch zwei anderen Leutchen. Ja. Und da haben wir das auch ganz viele Informationen, vor allem zu unserem Vorgeschichte-Video. Alles Recherchewerke zu Game of Thrones. Wie ihr seht, alles ist Recherche, Recherche, Recherche. Ich bin müde. Wir haben 17.30 Uhr und ich mache jetzt noch eine Stunde oder zwei und will eigentlich nur noch mich ins Bett legen. Und Game of Thrones schauen. Nee, tatsächlich dieses Buch lesen. Okay, ja gut. Ja gut, dann sehen wir uns einfach morgen wieder. Valar Morghulis. Willkommen zu Tag 4 der Throne Weeks. Wir sind hart am Arbeiten. Nicht der Throne Weeks, der Throne Weeks Vorbereitung. Der Throne Weeks Vorbereitung. Wir sind hart am Arbeiten. Ich habe mich überfressen in der Mittagspause. Viel zu viel gegessen. Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen und muss gerade ein paar Minuten liegen. Yo, heute ist Tag 4 und das war so ein richtiger YouTuber-Anmod mit Legrea und der Jonas schreibt hier einen lustigen Text. Jonas, worum geht's hier? Das ist ein Video über die Unterschiede von einem Buchreihe, das Lied von Eis und Feuer und der Serie Game of Thrones. Wow. Wir machen das jetzt nicht so ganz ausführlich, aber auf jeden Fall einen guten Überblick. Weil wenn wir das ganz ausführlich machen würden, das Video wird dann wahrscheinlich 3 Jahre gehen. Ich weiß, das wird den meisten gefallen, aber dafür haben wir leider keine Zeit, weil wir noch andere Videos machen müssen. Aber wir haben ja 2018 ganz viel Zeit, weil da kein Game of Thrones kommt, dann können wir das ja mal... Ah, du meinst, dass wir quasi eine Throne Weeks machen? Auch wenn es kein Game of Thrones gibt. Ja, möglich. Schauen wir mal. Darf man schon Text zeigen? Na? Nein, ich habe das noch nicht korrigiert. Achso. Und dann denken alle, ich bin Legastheniker. Ja. Damit ist die erste Woche vorbei, Jonas. Der Throne Weeks Vorbereitung. Was ist dein Fazit? Dein Zwischenfazit? Ich habe bisher nicht so viel Zeit gehabt, daran zu arbeiten, weil wir so viele andere Videos noch gemacht haben. Aber ich habe sehr, sehr fleißig geschrieben. Ich glaube, ich habe in den letzten 3 Tagen etwa 20 Seiten oder sowas. Oder mehr, 30 vielleicht? Nee, 20 mehr ungefähr. Als dein ganzes Studium, geschrieben, oder? Das ist ungefähr so viel wie eine halbe Bachelorarbeit. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Ihr solltet jetzt auf jeden Fall unsere anderen Videos gucken. Wie wäre es zum Beispiel mit den ersten Throne Weeks? Da haben wir ein Video gemacht, das nennt sich die komplette Vorgeschichte von Game of Thrones. Das war 90 Minuten lang. Kurzes, knackiges Video. Da haben wir nebenbei angucken. In dem Video die komplette Vorgeschichte von Game of Thrones haben wir euch die komplette Vorgeschichte von Game of Thrones erzählt. Innerhalb von 90 Minuten. Das war wahnsinnig, wahnsinnig aufwendig. Also wer dieses Video nicht gesehen hat, sollte es sich unbedingt angucken. Und wer weiß, vielleicht seid ihr der 1 millionste Viewer. Denn es ist kurz davor, die Million zu knacken. Dann gewinnt ihr 1 Million Euro. Nein. Das stimmt nicht. Und eine Xbox. Oh. Das stimmt alles nicht. 1000 Euro von Alper. Ihr gewinnt gar nichts. Also schaut das einfach unbedingt mal an. Irgendwo hier oder sowas. Nee, hier. Und dann Social Media hier unbedingt abonnieren unter die Filmfabrik. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns vielleicht nächste Woche wiedersehen bei einem weiteren Vlog. Hier in den Road to Throne Week, so wie ich es gerne nenne. Ist das gerade zum ersten Mal so genannt? Nee, das stimmt nicht. Ja,
Auf jeden Fall. Das ist die längste Abmund aller Zeiten. Eins, zwei, drei. Valar Morghulis. Nochmal mit mehr. Das ist wie so ein Kinderchor. Okay. Eins, zwei. Valar Morghulis! Das ist so unglaublich uncool.